Kriegen wir ein Update oder was? Ich soll also echt den ganzen Hightech-Kram erklären, den ich hier gerade mache? Nein. Okay, hier ist was. Was denn? Party-Einladung für Kang. Nette Empfängerliste. Für viele von denen habe ich schon gearbeitet. Die Party ist in Mount Olympus. Ist das ein Code? Ob du es glaubst oder nicht, das ist ein Stadtteil. Und die Party ist um Mitternacht. Ich sehe mir das mit Kai an. Bist du dabei? Ah, ich bin nicht so die Partymaus, aber... Klar. Sexy. Okay, los. Das Ding geht gleich hoch. Wo hast du denn das eigentlich her? Von Boomer. Der hat schon mit Bankräubern zusammengearbeitet. Wir müssen irgendwie rein. Aber nicht durch die Eingangstür. Wenn wir reingehen, müssen wir leise sein. Naja, relativ leise. Wem gehört das Haus? Neil Rock, Mega-Arschloch, steht auf Knarren und Drogen. Und interessiert daran, Dawes Privatpolizei zu finanzieren? Vermutlich ja. Alles bestens bewacht, also habe ich... das hier dabei. Auf Alarm brauchst du nicht achten, der Strom ist aus. Das sind die Notlampen, der Strom ist immer noch weg. Glaub mir, Boomer ist ein Fachmann. Wir müssen da rein, und zwar leise. Okay, dann rein da. Also gut, jetzt brauchen wir einen Ort für die Wanze. Oma sagte, eine Menge Ganoven kämen zu dem Meeting. Es gibt sicher einen Konferenzraum. Kai, hier lang. Kommt es dir auch so vor, als wäre es hier ein bisschen zu ruhig? Solange keiner auf mich schießt, ist mir das recht. Kangs E-Mail, ja. Such dir einen Ort für die Wanze. Scheint ein... Müsste klappen. Okay, Wanze platziert. Los jetzt. Oh, oh. Scheiße. Komm schon. Das Licht ist wieder an. Hab den Generator angeschaltet. Ich dachte, es ging um Mitternacht los. Gab eine Planänderung. Hier entlang, Gentlemen. Macht es euch gemütlich. Ich dachte, Kang würde auch kommen. Kang kommt nicht. Deine Frau ist krank. Krank? Die ist erst 25. Was hat sie denn? Schnupfen? Kang wird nicht dabei sein, weil er tot ist. Genau deshalb haben wir das Treffen vorgezogen. Ich dachte eigentlich, du würdest ihn beschützen. Unser Schutzangebot ist nun mal breit gefächert. Wer war das? Du? Ich bin weg. Gentlemen, hinsetzen. Klappe halten. Lass den Mann reden. Wisst ihr, es könnte doch alles so einfach sein. In Miami haben wir zwischen Wichsern wie euch vermittelt und Streitigkeiten wurden so beigelegt. Durch Reden. Wir wollen weder euer Gebiet noch eure Waren. Wir bieten ein Netzwerk aus Cops, Armeepartnern und Grenzschutz. Wer uns bezahlt, er hält Zugriff auf das Netzwerk. Es ging in Miami. Und es wäre schön, wenn die Hohen Herren auch hier endlich sowas wie Geschäftssinn entwickeln könnten.
Sehr gut. In Kürze kommt eine Limousine mit einigen der entzückendsten Teilzeit-Kosmologie-Studentinnen von ganz Hollywood. Bitte, die Party kann beginnen. Viel Vergnügen. Liegt dir was auf dem Herzen? Kangs Mörder war vielleicht ein alter Freund von mir. Und ich muss mit ein paar Leuten reden. Ich bin nachher wieder da. Deine Kohle ist bei mir in besten Händen. Keine Sorge. Der Mistkerl ist hier? Kai. Durch das Fenster kriegen wir ihn vielleicht. Vergiss Stoddard. Ich habe eine Idee. Was? Gib mir dein Handy. Okay. Ist da was Wichtiges drauf? Nur mein Candy-Spiel. Wenn wir das in eine der Aktentaschen schmuggeln, können wir es tracken. Du willst Dors schmutziges Geld klauen, bevor es gewaschen wird? Ja. Klingt gut, aber das musst du alleine durchziehen. Halt, was? Ich muss mit Sergeant Stoddard sprechen, bevor er geht. Und wir können auch nicht zu zweit hier durchs Haus schleichen. Ach. Los, hilf mir mal. Ich hätte niemals vertrauen dürfen. Ist was Persönliches. Persönlich? Wegen denen war ich 3 Jahre im Knast, wegen dir. Ist auch persönlich. Tut mir wirklich leid. Als ich im Knast war, starb meine Mom, Kai. Nick, das... Weißt du was? Vergiss es. Du bist mir scheißegal. Eine 85 oder so. Ohne Schummeln? Eine 95. So. Wie ernst müssen wir diesen Stoddard-Deal eigentlich nehmen? Rock nimmt ihn jedenfalls sehr ernst. Weiß nicht. Korrupte Bullen haben keine Ehre. Sagt der Mann, der beim Gold bescheid. Und zum Teufel ist die. Das ist eine gute Frage. Keine Bewegung! Was? Darüber. Ich komme mit. Wo ist denn jetzt das Kurz? In der Küche. Ich weiß, wo ich hin muss.
Keine Bewegung! Du Irre! Ganz ruhig! Ist der krank? Oh! Oh, Scheiße! So. Okay. Denn jetzt los. Halt! Die
die Hände hoch! Okay, alles ist... Hände hoch! Los! Okay, okay. Hey, 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 kein Problem, kein Problem. Halt! Keine Bewegung! Okay, okay. Du hast keinen blassen Schimmer, wer ich bin, denn sonst würdest du mich ganz sicher nicht bestehlen. Vielleicht bin ich nicht so ein Schisser. Nun, du siehst mexikanisch aus, also bist du definitiv ein Einbrecher, aber vermutlich kein gewöhnlicher Einbrecher. Viele Häuser hier sind ziemlich leicht zu knacken, aber du wolltest in meins. Warum bloß, frag ich mich. Hey, Herausforderungen finde ich gut. Na dann, kriegst du eine. Haben Knopf gedrückt, der dir ein Dutzend schwer bewaffnete Psychopathen auf Koks auf den Hals hetzt. Hast du Angst? Das glaube ich nicht. In der Regel ist er ganz mutig. Oh, wie überaus clever. Ein Zwei-Mann-Team. So in etwa? Kompliment. Wirklich. Nehmt so viel gottverdammtes Geld, wie ihr nur tragen könnt. Und gebt es schnell aus. Kauft Gold, kauft ein Segelboot, denn ich werde euch bis in die Hölle folgen. Halt's Maul! Hallo,
Wollt mal nach dem Rechten sehen. Mach den Alarm aus. Das funktioniert nicht. Du hast die bösen Jungs am Hals. Oh, Scheiße. Knallt ihn ab! Knallt ihn euch! Fuck! Naja, er spart uns immerhin den ganzen Papierkram. Hast du Stoddard erwischt? Hab's nicht versucht. Ich dachte, ich gehe dir einfach mal zur Hand hier. Danke übrigens. Lass uns abhauen. Was haben Dawes und Stoddard dir angetan? Ich sag mal so, ich war nicht immer so wie jetzt, weißt du. Ich war mal loyal zu meinen Partnern. Okay. Dass du Bescheid weißt. Es geht nicht darum, Dawes zu töten. Mir jedenfalls nicht. Na gut. Worum geht's denn? Für dich? Ich will ihn zerstören. Das tut er anderen an. Er zerstört Menschen. Und Stoddard? Stoddard kann einfach nur sterben. Du wirst deine Chance sicher noch bekommen. Nach heute Nacht wird Stoddard hinter uns her sein.